Nun entsteht sehr oft der Eindruck, dass dieses Klassifizieren und Erkennen dieser Signale, die da reinkommen, schon ein gelöstes Problem ist. Wir haben nun in vielen Vorlesungen darüber gesprochen, was da noch zu tun ist oder das zumindest angesprochen. Aber ich möchte heute noch ein bisschen darauf zu sprechen kommen, wo hier tatsächlich noch Forschungsaufgaben sind und Herausforderungen. Sie sehen ja hier Spracherkenner, die simultan arbeiten und übersetzen. Und der Eindruck könnte jetzt unter Ihnen als Studenten entstehen, dass das alles gelöst ist. Ich suche mir lieber was anderes zum Forschen. Und von dieser Idee will ich Sie ganz wegbekommen, denn wir haben noch jede Menge Aufgaben, die einfach noch nicht gehen. Und das möchten wir kurz ansprechen. Nun, zunächst mal ist das eine Folie, die ich gerne zeige, um darauf hinzuweisen, dass Kommunikation unterschiedliche Formen annehmen kann, wenn wir die Maschine hier mit involvieren. Die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine, die wir so üblicherweise traditionell immer sehen, ist die Interaktion von Mensch mit Maschine. Und wenn das Sprache bedeutet, wäre das sozusagen das Reinsprechen in den Computer. Der Computer erkennt das und tippt das raus. Nun ist das alleine, geht schon mal einfach nicht, oder damit können Sie zwar das eine oder andere Problem lösen, wie hier die Transkription, aber in vielen Situationen, wie jetzt bei den Aufgaben mit dem Roboter, braucht es dann auch noch eine Interaktion, nämlich den Dialog, dass der Computer auch antworten kann auf eine gesprochene Aussage. Das heißt, Sie müssen auch diese Aussage interpretieren können und dann eine Rückfrage formulieren. Auch das haben wir kurz angesprochen, denn das bedeutet letztendlich, dass ich den Inhalt dieser Aussage verstehe und dann verstehe, was der Wunsch des Menschen ist, dass ich dann auch entsprechend wieder eine Antwort formulieren kann. Aber auch da hört das nicht auf, denn es gibt auch viele Aufgaben bei uns in diesen Forschungsgebieten, wo der Computer mit einer Datenquelle interagiert. Wir sind Teil eines großen Projektes, das in Kooperation mit unseren französischen Kollegen läuft, wo wir zum Beispiel Multimedia-Daten auf dem Internet versuchen zu interpretieren. Stellen Sie sich vor, Sie wollen Fernsehnachrichten absuchen. Sie wollen schauen, was ist im Fußball heute was Neues? Wie sieht das im Wetterbericht aus? Und anstelle jetzt den Wetterbericht anzuschauen oder die ganze Sendung, möchten Sie rasch eine Antwort auf Ihre Frage haben oder rasch zu dem Stück in dem Material antreten können, um die entsprechenden Punkte zu finden. Nun sind in solchen Datenquellen eben die Informationen meistens enthalten, aber sehr oft sind die Informationen in gesprochener Form oder visueller Form und nicht notwendigerweise in textueller Form. Auch hier brauchen wir dann Perzeptionsmethoden, wie wir die Inhalte verstehen, sowohl Spracherkennung als auch Bilderkennung, und dann eben das Abarbeiten und das Suchen dieser Materialien vom Computer aus. Eine weitere Problematik ist natürlich hier diese zwei Pfeile hier. Zunächst mal, dass der Rechner auch Bindeglied zwischen zwei Menschen sein kann. Das heißt, in diesem Fall ist es nicht eine Mensch-Maschine-Kommunikation, sondern eine Mensch-Mensch-Kommunikation, die allerdings durch den Computer vermittelt wird. Mit anderen Worten, die Menschen verstehen sich aus irgendeinem Grunde nicht und der Computer produziert die Vermittlung. In unserem Falle bedeutet das durch Übersetzung, zwei Menschen möchten miteinander kommunizieren, verstehen aber dieselbe Sprache nicht. Das heißt, wir benutzen den Computer, um Interpretationsdienste zu leisten. Eine andere Möglichkeit allerdings ist, dass wir uns das so vorstellen, dass zwei Menschen miteinander kommunizieren und die sind sogar im selben Raum und die kommunizieren miteinander. Aber der Rechner beobachtet nun diese Kommunikation und versucht, zusätzliche Hilfsleistungen zu liefern. Stellen Sie sich das so vor wie ein Butler, der in einem intelligenten Raum im Hintergrund schwebt und versucht, an der entsprechenden Stelle Sie mit entsprechenden Informationen oder sogar Dienstleistungen zu liefern. Ein Roboter könnte zum Beispiel dadurch nicht nur eine Mensch-Maschine-Kommunikation sein, sondern ein humanoider Roboter könnte möglicherweise hier im Raum stehen und zwei Menschen beobachten, wie sie miteinander kommunizieren. Und wenn dann das entsprechende Wort fällt oder die entsprechenden Sachen angesprochen werden, dann plötzlich aktiv werden und sagen: Jetzt tue ich was. Ich hätte jetzt Durst auf eine Tasse Kaffee. Und dann sollte der Roboter aufstehen und mir einen bringen. Kaffee wurde leider heute nicht geliefert.
Also wir haben diese unterschiedlichen Kommunikationsformen Mensch-Maschine, Mensch-Computer-Mensch, Mensch-Mensch mit Computerbeobachtung und Computer mit menschlichen Daten. All diese produzieren nun gewisse Herausforderungen. Wir hatten in dem zwischen 2004 und 2007 ein Projekt, das nannte sich CHILL, wo wir gerade besonders solche Aufgaben untersucht haben und uns mit all diesen Interaktionsformen mal beschäftigt haben, die nicht nur Mensch-Maschine sind, sondern Mensch-Mensch, wo die Maschine auf diese einwirkt. Wir hatten ein paar interessante Anwendungen, denn Sie können sich vorstellen, wenn Sie so einen Computer-Butler bauen wollten, der im Hintergrund beobachtet, was Menschen so tun, was könnte man damit tun? Wir haben also eine Reihe von solchen Diensten auch da entwickelt. Ein Dienst war zum Beispiel diese Situation, die wir alle kennen. Wir sitzen in einem Raum, es ist eine Diskussion, es ist eine Vorlesung und irgendwo klingelt ein Handy. Wäre es nicht schön, wenn man das vermeiden könnte, denn wenn das Handy schon wüsste, dass ich in der Vorlesung bin und dann erst gar nicht klingelt, sondern zwei Personen miteinander erst dann vermittelt, wenn sie ansprechbar sind. Das heißt, wir wollen diese Störeinflüsse vermeiden und einen Butler bauen, der im Wesentlichen weiß, wann die Menschen miteinander vermittelt werden können. Andere Anwendung wäre den sogenannten Memory Jog, den wir entwickelt hatten, ein Gerät, das ich bei mir trage und wenn ich in einem Gespräch mit anderen Menschen sitze, entscheiden kann oder weiß, wer diese anderen Menschen sind und mir dann ins Ohr flüstern kann, ich habe den Namen vergessen und dann sage ich, Mann, wie hieß der noch? Und ich sitze dem gegenüber und ich kann mich nicht mehr dran entsinnen und das Gerät flüstert mir ins Ohr, ach, das ist doch dein guter Freund Rüdiger Dillmann, kennst du schon seit 20 Jahren und wie kannst du den Namen nur vergessen? Das heißt, einen solchen Memory Jog, der mir dann alle möglichen zusätzlichen Informationen, die haben wir alle, die sind alle in ihren Adressbüchern eingetragen, diese Informationen, aber sie in Kontakt zu bringen mit der Umwelt, mit der in der Welt, in der wir leben, ist im Wesentlichen hier die Herausforderung. Die andere Applikation von solchen Mensch-Mensch-Diensten, die sehen Sie hier, dass ein Gerät sozusagen ständig mithört und jedem von uns automatische Übersetzungsdienstleistungen an jedem Punkt liefert. Nun, wenn man sich das alles überlegt, stellt man plötzlich fest, dass das enorm schwierig ist. Da werden wir noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dran forschen. Warum? Wenn ich in ein Meeting gehe und aus dem Meeting rauskomme und Sie konnten in dem Meeting nicht drin sein, und Sie fragen mich dann, why did Joe get angry at Bob about the budget? Warum wurde Joe wütend auf Bob, als sie über das Budget sprachen? Warum ist das schwierig? Die Frage ist eine einfache Frage. Wir als Menschen könnten die einfach beantworten. Aber wir stellen fest, für eine Maschine, die das beantworten sollte, bräuchte sie eine ganze Reihe von Fähigkeiten. Zunächst mal müssen Sie feststellen, dass Joe und Bob im Raum waren, dass Joe Bob angesprochen hat, dass die Emotion wütend war, dass der Gesprächsinhalt das Budget war. Und nun fragen Sie, warum das so war. Das heißt, Sie müssen noch etwas über den Ablauf dieses ganzen Gespräches wissen. Das heißt, wir haben es hier mit einer ganzen Reihe von Forschungsaufgaben zu tun, die alle zusammenwirken müssen. Nämlich, Sie müssen Sprache erkennen, Sie müssen die Wörter erkennen, Sie müssen den Sprecher identifizieren, Sie müssen die Emotion feststellen, Sie müssen feststellen, in welchem Gesprächsstil sind wir hier. Dreht es sich hier über eine Vorlesung oder irgendwie einen Kaffeeklatsch? Wir wollen die Sprache identifizieren, wir möchten Inhalte übertragen, Handschrifterkennung. Visuell müssen wir Identität erkennen, Gestik erkennen, Körpersprache, Gesichter und Personen verfolgen, Gesichtsausdrücke und auch feststellen, wer mit wem nun redet. Nun sind das alles genau diese Themen, die wir eben in Kooperation mit unseren Freunden in der Robotik machen, nämlich zu entscheiden, was geht hier ab, was machen die Menschen miteinander, egal ob die Information jetzt nur alleine im akustischen Signal ist oder ob sie möglicherweise im Bildsignal ist oder in der Handschrift oder so. Das ist all das, was wir besprechen mit dem Titel multimodale Perzeption. Wir müssen diese Informationen herausextrahieren aus unterschiedlichen Modalitäten.
Wir nennen das daher sehr oft das Who, What, Where, Why and How. Also wer ist dort, was wird hier getan, wo sind die Personen, warum tun sie etwas und wie tun sie das. Das heißt, diese Interaktion unter Menschen braucht wirklich so einen multimodalen Ansatz. Wir hatten in dem Projekt dann tatsächlich Räume ausgestattet mit vielen Kameras und Mikrofonen und Sensoren und hatten uns dann auseinandergesetzt mit der Beschreibung von solchen Events. Also wir haben eine Lecture, eine Vorlesung, bei dem ein Sprecher ist. Und nun wollen wir feststellen, wo der ist, worauf der deutet, wohin der geht, was er macht und was er sagt. All diese Fragen sind plötzlich spielende Rolle, um diese Szene zu identifizieren. Und wenn ich diese Informationen nun extrahiert habe, dann kann ich Inferenzen machen darüber, was eigentlich die Intention oder der Ablauf dieser menschlichen Interaktionen ist. Wir haben das umgewandelt dann in alle möglichen Forschungsaufgaben, die wir dann systematisch abgearbeitet haben und in diesem Projekt tatsächlich in Evaluationen umgesetzt und auch dann erstaunliche Verbesserungen gemacht. Herr Stiefelhagen, den Sie möglicherweise aus der Bildverarbeitung kennen, war damals an seiner Promotion, hatte er an dieser Frage der des Focus of Attention gearbeitet. Wie kann ich feststellen, wer auf wen achtet, wer mit wem redet? Und das war eine dieser Arbeiten, die wir dann in Chill eingebracht haben. Nun, in der Sprache selbst, in der Akustik, in der also Erkennung gesprochener Sprache, das hatten wir in unserer Vorlesung Spracherkennung schon gesehen, auch da sind die Probleme nicht alle gelöst. Denn wie wir gesehen haben, sind auch hier akustische Signale tatsächlich, ich weiß nicht, ob der das geht. Geht das noch? I think you were saying that they try to influence, but it's das war eine Sprachprobe, um Ihnen zu zeigen, dass auch in der Spracherkennung noch nicht alles gelöst ist. Das heißt, die Spracherkennung heutzutage tut recht gut, wenn jemand klar und deutlich redet, aber sobald das spontaner und spontaner wird, umso mehr verschwinden die Wörter einfach von dem akustischen Signal und wir müssen nun aus dem Kontext her erraten, was die Person eigentlich gesagt hat. Wenn wir also dieser Satz wurde bei uns in einem Meeting in den USA an der Carnegie Mellon aufgenommen und der Sprecher hat das im Gespräch mit den anderen so gesagt. I think you were saying that they try to influence, but it's und diese Sprecherin haben wir anschließend gebeten, mit demselben Mikrofon im selben Raum den Satz, den sie gesprochen hat, nochmal vom Manuskript abzulesen. Das heißt, wir haben dieses Signal transkribiert und ihr das Transkript vorgelegt und sie gebeten, das einfach nochmal zu sagen. I think you were saying that they try to influence, but it's also wenn sie das spontan in einem Meeting so sagt und dann hinterher ihre eigenen Sätze wieder nachliest, I think you were saying that they tried to influence, but it's ist derselbe Satz, selber Sprecher, selbes Mikrofon, vom Manuskript abgelesen und im anderen Fall spontan gesprochen. Sie sehen, dass der zweite Satz deutlicher ist, er ist klarer, er ist einfacher zu identifizieren und damit auch besser zu erkennen. Die große Überraschung ist, dass das ein Verdoppeln der Fehlerrate ist. Also von gelesener Sprache auf Spontansprache zweimal die Fehlerrate. Das heißt, deutlich schwieriger. Und das natürlich auch, wo wir es den ganzen Tag schon von internationalen Studierenden hatten, natürlich auch besonders ein Problem. Sie können die Sprache gut sprechen oder gelernt haben in der Schule und dann kommen sie in ein anderes Land und die Leute sprechen so fließend und plötzlich ist es dann sehr, sehr schwer zu verstehen. Das ist teilweise der Grund dafür. Nun hatten wir dann auch viel an Bildverarbeitung gearbeitet und in diesem Projekt und wie gesagt, Herr Stiefelhagen führt diese Arbeiten ja nun weiter. Das heißt, wir haben es hier mit der Erkennung von Gesichtern zum Teil zu tun, dass wir sagen, niedrige Qualität, irgendwie ein kleines Bild in einer Kameraausschnitt, die Beleuchtung kann manchmal furchtbar sein, die Menschen drehen ihre Köpfe. Es ist nicht so, dass sie immer ein schönes Foto sehen von der Person, die von vorne schaut, sondern die Leute drehen ihren Kopf, die gucken von allen möglichen Seiten und dann wird das plötzlich nicht mehr so einfach zu erkennen. Und dann Verdeckung. Ich tue das immer, wenn ich in einer solchen Vorlesung in den Raum schaue, dann sind es ungefähr 30% der Leute, die irgendwie ihre Finger im Gesicht haben. Ja, da, überall. Finger im Gesicht, Zeiger im Gesicht, irgendwas im Gesicht, sodass sie keinen guten Blick oder kein gutes Bild des Gesichtes überhaupt bekommen.
Das heißt, die Erkennung von Personen in Videomaterial ist nicht einfach, weil sie zunächst mal gar nicht wissen, wo das Gesicht ist und wie es überhaupt zu erkennen ist, bevor sie überhaupt eine Klassifikation durchführen können. Wenn wir also von Klassifikation gesprochen haben, sehen Sie, dass das plötzlich viel schwieriger wird, wenn Sie opportunistisch klassifizieren müssen, nämlich an einem Moment, wenn Sie überhaupt das Gesicht sehen. Wenn Sie das Ganze multimodal machen wollen, wird das nochmal schwieriger. Manchmal können Sie die Person erkennen akustisch, weil sie redet, aber irgendwie die Hände vor dem Gesicht hat. Oder im anderen Moment sagt die Person nichts und Sie können das Gesicht trotzdem visuell erkennen. All das führt uns dann zu solchen multimodalen Systemen, wo man das Ganze dann entsprechend zusammenführen kann. Ich habe hier so ein paar Videos. Sie sehen hier zum Beispiel Videos von der visuellen Klassifikation von Personen bei uns an dem Labor damals. Hier unten sehen Sie diesen Focus of Attention, festzustellen, worauf achten die Leute. Und hier links dann eine Gestikerkennung, die die Sprache mit der visuellen Gestik kombiniert. Das heißt, ich deute auf etwas, sage dabei, mach mal dieses Licht aus, dreh diesen Lautsprecher an und diese Uhr müsste mal neu gestellt werden. Hier drüben sitzt jemand, könnten Sie mal diese Frage beantworten? All diese Gestiken kombiniert mit der Sprache bringen uns ja dann Informationen oder brauchen wir, wenn wir mit einem Roboter zum Beispiel interagieren wollen, in einer sinnvollen Art und Weise. Wir haben das Ganze natürlich in Roboterplattformen, also bei uns in unserem Bereich sind die Roboter sehr, die sehen nicht so sexy aus wie die Roboter bei den Robotern, weil die brauchen eigentlich für unsere Arbeit nur Kameras und Ohren. Ansonsten tun die nicht sehr viel, aber wir haben in diesem Zusammenhang natürlich dann Dialoge studiert und Interaktionsmechanismen zwischen den Systemen und dem Gerät und den Menschen. Nun möchte ich Ihnen ein Video zeigen aus diesen Arbeiten. Na? Geht's nicht? Gut, tut mir leid. Kommen wir also zum anderen Thema. Na? Mal schauen, ob wir das nicht doch zum Laufen bekommen. Nee. Pardon. Gut, wir haben ein tolles Video. Wenn wir am Ende Zeit haben, zeige ich Ihnen das noch, das im Wesentlichen dieses Chill-System vorführt. Naja, lassen wir das, sonst verliere ich zu viel Zeit. Ja, das andere Problem haben wir ja nun auch heute besprochen, ist die Übersetzung. Das heißt, hier arbeiten wir an vielen Systemen, bei denen es sich nicht letztendlich nur um die Klassifikation der Worte dreht, sondern letztendlich auch um die Erkennung und die Übersetzung in eine andere Sprache. Dann die Synthese in dieser anderen Sprache, sodass die Person auf der anderen Seite antworten kann. Das heißt, wir brauchen dann eine Spracherkennung in der anderen Sprache, eine Übersetzung von der anderen Sprache in die eigenen und dann wieder eine Text-to-Speech-Synthese in der eigenen. Diese tragbaren Systeme, die tatsächlich Wörter oder Sätze übersetzen lassen, gibt es ja inzwischen auch zu kaufen. Das heißt, das sind also inzwischen kommerzielle Systeme, bei denen Sie Sätze von der einen Sprache in die andere übersetzen können. This is a very nice interaction. Das heißt, wir können also hier. Este es un muy agradable la interacción. How are you today? ¿Cómo está hoy? Encantado de conocerles. Nice to meet you. ¿Cuánto tiempo es que no nos hemos visto? Das heißt, Sie können solche Systeme entwickeln, auf dem Telefon machen und da benutzen wir eben auch dieselben statistischen Algorithmen, die wir schon kennengelernt haben. Das heißt, diese Bayes-Regel, die Sie kennengelernt haben für die Spracherkennung, nutzen wir in solchen Systemen für die Übersetzung, wo wir versuchen zu erraten, was die Ursprungssprache war, wenn wir die Ausgangssprache beobachten und tun das wieder durch zwei Modelle, nämlich dieses Übersetzungsmodell und das Language Model. Das Language-Modell, das haben wir kennengelernt bei uns in der Spracherkennung. Das Übersetzungsmodell ersetzt hier das akustische Modell, weil wir in diesem Fall ein statistisches Lexikon letztendlich benutzen, um die Übersetzung zu tun. Diese ganze Forschung hat mehrere Zyklen oder mehrere Phasen durchlebt. Das heißt, wir haben über die Jahre hinweg an Forschungsprototypen gearbeitet
und in diesem letzten Jahrzehnt hauptsächlich an praktischen Systemen, die sowohl im Feld zum Einsatz kommen, als auch in diesen Simultanübersetzern, wie wir sie Ihnen heute vorstellen. Vielleicht ein... I took this amazing trip to... And with my iPhone, I checked out hostels before booking them. Shared pictures as I went. My mom loved that. And I even downloaded this app, which became my personal translator. Where's the train station? ¿Dónde está la estación de tren? All I really needed was my iPhone and my passport. Das lief in 4 Ländern der Welt, wo also ständig so Werbung dann lief mit unserer App. Da haben wir uns natürlich sehr gefreut, weil es dadurch natürlich auch zur entsprechenden Verbreitung dieser Systeme weltweit führte. In Japan wurde dieses System in der ersten Woche nach dem Start zur bestverkauften App Japans, als es herauskam am Anfang 2010. Inzwischen gibt es das natürlich auf Android-Devices und auf iPhones. Und wie ich schon sagte, wird das in humanitären Einsätzen eingesetzt. Sie sehen hier eine Variante, die mit einem iPad funktioniert. Das heißt, Sie haben hier eine Krankenschwester in Thailand und einen amerikanischen Arzt, die dann mit thailändischen Patienten interagieren. Sie haben hier Kranke und Patienten, die kommen und sich entsprechend verarzten lassen. Das ist ein humanitärer Einsatz, den wir jedes Jahr durchführen, der immer Anfang des Jahres in Thailand geschieht. Im Ende des Sommers werden wir in einen weiteren Einsatz jetzt dieses Jahr gehen, nach Kambodscha. Und weitere Einsätze laufen momentan gerade auch in Honduras, in Südamerika. Das heißt, mit diesem System können wir tatsächlich in der Interaktion zwischen Menschen tatsächlich in solchen medizinischen Einsätzen Hilfestellung leisten. Sie sehen hier einen glücklichen thailändischen Patienten mit seiner ersten Brille in seinem Leben. Das sind also teilweise entlegene Gegenden der Welt, wo die Menschen nie zum Arzt gehen, weil sie es nicht leisten können und dann solche Einsätze tatsächlich enorme Hilfeleistung bieten. Das ist ein Arzt aus Pittsburgh, der in Südamerika jedes Jahr kostenfrei oder kostenlos als karitative Einrichtung Dienstleistung in entlegenen Dörfern in den Bergen Honduras durchführt. Auch hier wirklich ein tolles Einsatzgebiet für unsere Technik. Nun sprachen wir über konsekutives und simultanes Übersetzen. Da muss ich nicht viel drüber sagen. Wir haben den ganzen Morgen darüber gesprochen und Sie sehen ja unsere simultanen Übersetzer hier. Diese Arbeiten gingen eigentlich los oder haben damit angefangen, dass wir versuchten, Parlamentsdebatten im Europäischen Parlament zu übersetzen. Und unsere ersten Gehversuche in dieser Richtung waren zwischen Englisch und Spanisch. Auch hier haben wir ein Video, das auch in diesem Falle wieder nicht funktioniert, leider, tut mir leid. Aber Sie sehen hier eine solche Parlamentsdebatte, wo wir dann die entsprechenden Transkriptionen und die Übersetzungen haben durchführen können. Nun zu etwas zu Ergebnissen. Dieses Gebiet ist natürlich sehr davon getrieben, dass man gute Ergebnisse hat, dass man die Fehlerraten senkt, dass man die Leistung dieser Systeme permanent verbessert. Sie sehen in einem dieser Projekte TC-Star zwischen 2004 und 2007, wo Sie die Fehlerraten sehen, wie sie enorm sich verbessert haben durch Verbesserung der Algorithmen. Viele der Algorithmen können wir so im Detail jetzt hier gar nicht besprechen, aber da weise ich auch nochmal auf die Vorlesungen hin, die wir ja dann im Wintersemester und im kommenden Jahr immer wieder halten. Das heißt, wir sehen, wie hier Wortfehlerraten initial von diesen Parlamentsdebatten von 30% runtergegangen sind auf 7%. Die sogenannten Bleu-Scores, die Übersetzungsgenauigkeit wiedergeben, auch die verbessern sich dramatisch über die Zeit des Projektes. Wir natürlich immer ganz vorne an, wie sich das gehört. Aber interessanter vielleicht dieses Ergebnis. Das war ein Ergebnis, an dem Menschen gefragt wurden, am Ende einer europäischen Parlamentsdebatte festzustellen, ob man das, was im Inhalt besprochen worden ist, tatsächlich verstehen kann. Ob man Fragen beantworten kann über den Inhalt. Das heißt, es wurden Personen gefragt,
bestimmte Fragen über den Vortrag gestellt. Und wenn diese Frage richtig beantwortet wurde, dann wurde das gezählt. Wir sehen, dass am Ende dieser Untersuchung ungefähr 62% der Fragen richtig beantwortet werden konnten, wenn die Übersetzung durch die Maschine durchgeführt worden ist. Und 74% der Fragen konnten richtig beantwortet werden, wenn die Übersetzung von einem Menschen durchgeführt wurde, von einem Simultanübersetzer. Nun, für mich war das ein sehr interessantes Ergebnis, weil es eigentlich zeigt, dass die Maschine erstens mal gar nicht mal so weit weg ist von der Leistung des menschlichen Übersetzers. Aber vielleicht interessanter noch ist, warum ist der Mensch nicht 100%? Warum ist menschliche Übersetzung nicht besser? Warum ist diese nur 74%? Und da ist die Antwort, wenn man genau nachschaut, die, dass das menschliche Simultanübersetzen, und wir haben das heute früh gehört, sehr, sehr schwierig ist. Es ist sehr anstrengend für menschliche Übersetzer mitzuhalten, ständig neues Material zu hören und zugleich auf der anderen Seite Übersetzungen zu liefern. Menschliche Übersetzung ist daher schwer. Menschliche Übersetzer werden alle 20 Minuten auch ausgetauscht. Sie vergessen teilweise Sachen oder überspringen teilweise Sachen. Und die Tatsache, dass das nicht 100% ist, kommt daher, dass viel Material in einer solchen Übersetzung tatsächlich übersprungen wird. Der Übersetzer kam nicht mit und lässt es einfach aus. Die Frage ist daher, wie wird das in der Zukunft weitergehen? Wir meinen, dass durch weitere Verbesserungen an der Genauigkeit unserer Systeme diese Zahl hier tatsächlich noch verbesserbar ist. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass mit besserer Spracherkennungsleistung und besserer Übersetzungsleistung wir diese Zahl erhöhen können. Das Auslassen von Informationen beim Menschen ist allerdings kaum verbesserbar, weil es etwas mit der kognitiven Belastung des Menschen zu tun hat. Das heißt, wir haben irgendwann mal, können wir nicht mehr aufnehmen und können daher auch nicht besser übersetzen. Und so könnte man davon ausgehen, dass irgendwann möglicherweise sogar die maschinelle Übersetzung gleichziehen könnte oder sogar vielleicht im Wettbewerb stehen könnte mit den Menschen. Nun, auch hier gibt es Evaluationen. Ich möchte vielleicht nur kurz hinweisen auf andere Evaluationen, die durchgeführt werden unter einem Wettbewerb bei Quero oder auch bei IWSLT oder bei WMT. All das sind Wettbewerbe, wo wir teilnehmen und immer versuchen, unsere Übersetzungssysteme und die Erkennungssysteme jeweils zu verbessern. Das ging jetzt alles etwas schnell. Das ist ein Beispiel von solchen Übersetzungsscores, wo die Fehlerraten der Übersetzer gezählt werden. Und Sie sehen für unterschiedliche Sprachpaare, Englisch, Französisch, Deutsch, Englisch, Englisch, Deutsch, sind unsere Fehlerraten tatsächlich sehr schön im Vergleich mit anderen Gruppen. Nun, bei Vorlesungen haben wir schon gesehen, dass die natürlich komplizierter sind. Das ist hier eine Übersetzung von einer Vorlesung von Kollegen Dillmann, der am Anfang sich zum Beispiel hier das Mikrofon gerade ansteckt. Das heißt, Sie sehen, wie das losgeht mit Aha und das in die Tasche und so weiter und so fort. Das heißt, Sie sehen, wie am Anfang tatsächlich so eine Art Metadialog stattfindet, wo der Benutzer zunächst mal nur über den Akt des Sprechens redet und dann anschließend einsteigt in die tatsächliche Vorlesung und über den Stoffinhalt tatsächlich referiert. Nun sind das schon hier automatische Übersetzungsergebnisse. Sie sehen, die sind sehr schön, die kamen aber von einem Transkript. Das heißt, in der Realität müssen wir dann immer noch die Fehlerraten der Spracherkennung dazu addieren, sodass das Ergebnis, das Sie hier beobachten, dann auch nicht mehr ganz so gut ist. Das heißt, wir müssen natürlich an beiden Fronten weiterarbeiten, die Spracherkennungsalgorithmen zu verbessern, als auch die Übersetzungstechniken und dann auch die Kombination von beiden natürlich immer besser machen. Anderen Punkt möchte ich zu sprechen kommen, ist, wie präsentieren wir das Ganze? Die eine Präsentationsform, die haben Sie gerade vor sich. Wir können das natürlich in Übersetzung einfach hier an den Bildschirm strahlen. Da haben wir dann aber das Problem, dass wir für 10 Sprachen in der Zukunft, wenn wir das Ganze auf Englisch, Chinesisch, Russisch, Japanisch und manchen anderen Sprachen noch liefern wollen, dann bräuchten wir hier 10 Bildschirme im Raum und das wäre nicht mehr praktikabel. Was wir daher machen, ist, wir beamen das alles über das Internet, über die Server, sodass Sie das sich alle eben auf Ihrem iPad oder auf Ihren persönlichen Telefonen und Geräten sich die Ausgabe wie Untertitel anschauen können. Und das geht jetzt schon, das können Sie jetzt machen. Sie können sich in die Webseite einwählen und sich diese Untertitelung anschauen.
Eine andere Methode sind diese beiden Folien, dass man ihnen das per Lautsprecher zugänglich macht, wo die Lautsprecher ausgerichtet sind. Auch daran haben wir experimentiert, dass wir praktisch sehr stark strahlende Lautsprecher installieren, die funktionieren mit Ultraschall, sodass eine synthetische Ausgabe nur in einem Eck oder in einer Ecke des Raums hörbar ist. Die Vision hierbei wäre, dass wir alle in einem Meeting sitzen, jeder von uns redet in unserer eigenen Sprache und jeder hört es in der eigenen Sprache in Übersetzung. Denn wir bekommen sozusagen die Übersetzung durch diese stark ausgerichteten Lautsprecher zugeflüstert. Das heißt, ich sitze im Raum, ich spreche Deutsch, jemand anders spricht Chinesisch, ich bekomme Deutsch zugeflüstert und umgekehrt. Auf diese Weise meinen wir, dass in der Zukunft es möglich sein wird, dass man wirklich multilinguale Treffen abhält, wo jeder in seiner eigenen Sprache spricht. Wir haben diese Lautsprecher bei uns im Institut und experimentieren mit diesen. Alternativ könnte man natürlich anstelle von einem iPhone oder einem iPad auch daran denken, dass man den Text einfach in die Brille einblendet. Das heißt, wir haben auch mit Heads-up-Displays, mit solchen Gläsern gearbeitet, wo man letztendlich den Bildschirm in die Brille einblendet. Sie sehen hier so ein Beispiel von solchen Brillen, wo hier ein Prisma oder ein Spiegel drin ist, wo Sie dann die Textausgabe sozusagen im Bild sehen. Das heißt, ich kann meinem Redner zuhören und dann unter seinem Gesicht die Untertitelung anschauen. Ja, nun möchte ich kurz noch zum Abschluss von einem Projekt berichten, an dem wir jetzt gegenwärtig tatsächlich arbeiten. Das ist das sogenannte Projekt U-Bridge. Wer heute früh da war, der hat einen der Herren hier im Podium, Herr Cincioni, ist verantwortlich für dieses Programm der EG, das uns hier fördert. Das ist ein großes Projekt, das ist das größte Projekt in diesem Bereich momentan, bei dem es sich darum dreht, drei praktische Ziele zu erreichen durch Verbesserung der Algorithmen und der Methoden, die darunter liegen. Das erste ist, automatische Untertitel zu produzieren unter den unter Fernsehnachrichten. Das heißt, wir arbeiten hier zusammen mit einer Firma, die heißt Red Bee Media. Das ist eine Firma, die von der BBC, die berühmte Fernsehgesellschaft in England, die produzieren teilweise menschlich alle Untertitel bei BBC-Nachrichten und Filmen. Das heißt, sie haben da sehr viele Menschen, die das machen, halbautomatisch, aber das ist natürlich ein enormer Kostenaufwand, um diese Untertitelung zu produzieren und derzeit wird noch keine Übersetzung geliefert. Die sind Partner in diesem Projekt, wir arbeiten mit denen also zusammen, wir bekommen tatsächlich Nachrichtendaten geliefert, die direkt zu uns kommen und wir dann versuchen unter diesen Nachrichten automatisch die Untertitel zu produzieren und Übersetzungen dazu. Wir sind im Juli dann auch nochmal in Berlin bei deren Untergesellschaft Titelbild, die Übersetzungen anfertigen, um uns auch mit denen zu unterhalten, wie die das normalerweise jetzt hauptsächlich manuell eben tun. Hier eben die große Chance, das teilweise zu automatisieren. Zweiter Punkt sind multilinguale Vorlesungen. Ein Beispiel davon sehen Sie gerade hier, dass wir simultan Vorlesungen übersetzen werden und können. Das setzen wir natürlich hier im KIT ein, aber andere Bereiche sind diese berühmten Web-Vorlesungen, haben Sie vielleicht schon mal gesehen. Auf dem Internet gibt es diese TED-Vorlesungen, die auf Englisch ausgestrahlt werden, aber auch hier sind Übersetzungen möglich. Und dann natürlich das Europaparlament. Frau Altenberg, die also auch hier heute früh in diesem Panel war, ist ja verantwortlich gerade für diese menschlichen Übersetzer und hat uns auch bestätigt, dass rein menschlich das jetzt schon nicht mehr schaffbar ist für die Europäische Gemeinschaft, alle Vorträge und alle Gespräche bei der EG menschlich zu übersetzen. Das heißt, auch hier die Möglichkeit und die Gelegenheit, Übersetzungen teilweise maschinell zu unterstützen. Nun im Fernziel multilinguale mobile Telefonanlagen. Auch hier arbeiten wir mit Firmen zusammen, dass wir sagen, wir wollen Systeme entwickeln, bei denen Menschen letztendlich auch miteinander kommunizieren können, bei denen wir zunächst mal stückweise mit Einzelsätzen die Übersetzung leisten können, aber in der Zukunft natürlich auch fließendere
Telekonferenzen oder Meetings machen. Nun, diesen Dienst haben wir schon vorgestellt, dass das Ganze natürlich dann auf einer Serverarchitektur läuft und wir auf diese Weise dann auch unterschiedliche Use Cases oder unterschiedliche Dienste unterstützen können, bei denen sich dann Benutzer einfach einklinken in die entsprechenden Dienstleistungen. Ja, nun, viele der Probleme haben wir eigentlich heute früh. Wer war heute früh mit dabei? Keine Scham. Wer war nicht dabei? Okay. Viele von Ihnen haben das also daher nicht mitbekommen, wo die Probleme überhaupt liegen bei so einem Simultanübersetzungssystem. Und ein paar davon sollte ich vielleicht erwähnen. Das eine sind natürlich die Vokabularien. Das heißt, wir haben viele Vokabularien, bei denen spezielle Wörter vorkommen, die dann entsprechend in den Erkenner eingebaut werden müssen. Das Wort Newton zum Beispiel in der Physik, im Englischen, das wird jetzt hier natürlich nicht funktionieren, beim deutschen Erkenner. Aber wenn Sie im Englischen dieses Wort sagen, dann kann das natürlich diese Kombination von zwei Tönen oder neun Tönen sein oder der Name dieses berühmten Physikers. Das heißt, wir müssen hier unterscheiden und wenn dieses Wort erst gar nicht im Vokabular vorgekommen ist, wird es natürlich dieses Wort falsch erkennen und vermutlich mit etwas anderem austauschen. Wir benutzen in deutschen Vorlesungen sehr oft auch Wörter, die aus dem Ausland kommen. Dieses Wort Laser haben wir in einer Vorlesung von Herrn Dillmann gefunden, der über einen Laser als optisches Teil, hier mein Laserpointer, funktioniert das? Mein Laserpointer, ich habe also hier einen Laserpointer, mit dem ich an die Decke zeige. Dieses Wort Laserpointer ging in das Vokabular ein, aber unser System dachte natürlich, dass das Wort Laser im Deutschen L-A-S-E-R ausgesprochen werden müsste wie Laser. Das heißt, Laser wird natürlich nicht richtig erkannt. Das heißt, in diesem Fall haben wir dann mit Fehlern zu rechnen, wenn im Ausspracherlexikon die falsche Information steht. Das heißt, auch hier die Frage, wie fülle ich dann mein Ausspracherlexikon korrekt an, wenn es sich um ausländische Wörter handelt. Sie sehen, viele dieser Wörter funktionieren auch deshalb, nur deshalb, weil man sie entweder korrigiert oder weil wir tatsächlich mit englischen Ausspracheregeln arbeiten. Das Wort iPhone zum Beispiel, wie würden Sie iPhone auf Deutsch aussprechen? iPhone nach deutschen Ausspracheregeln. iPhone. Aber so sprechen wir das nicht aus. Das heißt, wir müssen das dann natürlich mit englischen Ausspracheregeln repräsentieren. Der letzte Punkt ist natürlich diese Stotterer- und Spontansprache, die überall vorkommt. Wenn ich also mitten in meinem Satz huste oder mal lache, hey, dann sollte der Erkenner eigentlich nichts produzieren, anstelle jetzt irgendwelchen falschen Wörter. Nun weiß ich nicht, ob das immer richtig funktioniert, aber das ist natürlich auch eine der Herausforderungen. Des Weiteren haben wir natürlich Sprecherabhängigkeit und Unabhängigkeit, wenn unterschiedliche Sprecher sprechen, dann aber auch Betonung, wenn jemand stark Hintergrundgeräusche oder Sie haben meine Vorlesung zum Thema Vokaltrakt vielleicht gehört. Wenn ich den Vokaltrakt simuliere, dann singe ich teilweise in das Mikrofon rein. Und in solchen Fällen, was mache ich damit? Wie erkenne ich das dann? Wie stelle ich das dar? Mikrofone, ein Riesenproblem. Also wer von Ihnen vielleicht eher in Richtung Signalverarbeitung orientiert ist, ist auch das eine hervorragende Herausforderung, nämlich von Nahbesprechungsmikrofonen auf Distanzmikrofonen überzugehen. Distanzmikrofone produzieren zusätzliche Geräusche, die daher rühren, dass dieser Raum hallt. Sie hören, dass in diesem Raum besonders ein recht starker Hall hörbar ist. Das heißt, das Signal dobst an den Wänden hin und her. Und wenn es dann am Mikrofon ankommt, bekommen Sie sozusagen eine Störquelle, die eine verzögerte Kopie Ihres eigenen Signals ist. Und das ist die komplizierteste Art der Störentzerrung, weil wir ja letztendlich mit der eigenen Sprache im Wettbewerb liegen. Auch das ein enormes offenes Problem noch.
Sprechstile und Stilfragen sind natürlich hier auch noch mit drin. Und dann diese Metadialoge, wie ich sie schon besprochen habe. Wenn Herr Dillmann gerade sein Mikrofon ansteckt und sagt, und ja und das und Mikrofon und so, dann ist das ein Metadialog. Das ist nicht Teil der Vorlesung, sondern ist Teil des Vorbereitens für die Vorlesung. Ähnlich ist das mit Zwischenfragen. Wenn eine Zwischenfrage von Ihnen kommt und ich sage, dann was mache ich damit? Wie soll das eingeordnet werden? Wie wollen wir das so übertragen, dass das gut lesbar ist in der Ausgabe? Für vieles haben wir erste Ansätze, aber auch hier gibt es jede Menge von Forschungsarbeiten, die man sich noch vorstellen kann. Wir haben eine Diplomarbeit zum Beispiel gerade im letzten Jahr durchgeführt, wo wir diese Verbesserung der Vokabularinhalte haben erreichen können. Das heißt, wir nehmen hier, und das haben wir dieses Sommersemester auch schon eingesetzt, das heißt, wir nehmen die Vorlesungsfolien, die PowerPoint-Slides der Vortragenden her. Wir machen damit eine Internetsuche, suchen uns all die Fremdwörter all die Fachwörter aus dem Internet heraus, die das System noch nicht kann. Dann machen wir automatisch Ausspracheregeln, sodass wir die Aussprache von diesen Wörtern jeweils haben und basteln die automatisch dann gleich ins Vokabular unseres Erkenners mit ein. Das heißt, anhand dieser PowerPoint-Folien können wir sozusagen Vokabularien dann austauschen und verbessern. Das alleine wird natürlich nicht reichen, das heißt, wir haben dann auch noch zusätzliche Tools oder Editoren, mit denen dann ein Mensch, möglicherweise Sie als Studenten selber, dann auch Wörter in der Zukunft korrigieren werden können. Hilft das? Die Arbeit hier in dieser Diplomarbeit, wie man sehr schön sieht, ist, wenn man diese Vokabularadaption macht, dann sieht man tatsächlich, wie diese fehlenden Wörter dramatisch reduziert werden können. Das heißt, Sie fangen also an mit 5,6% Wörtern, die nicht im Vokabular sind. Wenn 5,6% Wörter nicht im Vokabular sind, dann produziert jedes fehlende Wort im Durchschnitt 1,5 falsche Worte in der Erkennung. Das heißt, 5% fehlende Worte produziert für uns 7% höhere Fehlerraten. Das ist also ganz, ganz entscheidend in diesen Vorlesungserkennern und Übersetzern mit diesem Worteproblem zurechtzukommen. Denn wenn wir eine ganz wilde Vorlesung aus einem anderen Fachbereich hernehmen, lassen unsere Übererkenner laufen, fangen die immer erstmal mit einer Fehlerrate von 40% an. Und es ist erst, wenn sie dann diese Vokabularadaption durchführen, kommen sie vielleicht runter auf 20 bis 25%. Und wenn Sie dann auch noch das System auf den Sprecher adaptieren lassen, kommen Sie ungefähr auf die 15 bis 18%, die wir meinen zu brauchen, um eine Übersetzung anzufertigen. Also wir brauchen ungefähr 15% Fehlerraten im schlimmsten Fall, also niedriger ist natürlich besser, 15% Fehlerraten, um damit Übersetzungen überhaupt tun zu können. Nun, ein letztes Problem, auf das ich hinweisen möchte, auch hier sind nicht alle Probleme schon getan im Bereich Spracherkennung. Wir haben über die Jahre hinweg viele, viele Dissertationen und Diplomarbeiten auch zu dem Thema gemacht, wie wir uns mit der Vielfalt der Sprachen auseinandersetzen. Wir können in Deutsch und Englisch natürlich viele Jahre der Forschung reinstecken, weil man dort auch viele Gelder bekommen kann für Forschungsarbeiten. Nun, wie Sie sehen, ist die Welt allerdings nicht nur von 3 Sprachen beeinflusst, sondern wir haben insgesamt ungefähr 6.000 Sprachen. Und wenn wir in jeder dieser Sprachen $1 Million und ein Jahr Forschungsarbeit reinstecken müssen, dann ist für alle Sprachpaare der Welt das einfach eine astronomische Summe, die völlig undenkbar ist, um damit diese Systeme entsprechend zu entwickeln. Ja, was tun? Wir haben also hier eine ganze Reihe von Aufgaben. Sie sehen natürlich für die ganz, ganz viel Bevölkerten, Chinesisch und Spanisch, da gibt es natürlich auch viele Arbeiten. Aber Sie sehen, dass sogar unter den vielgesprochenen Sprachen der Welt Sie sehr schnell auch auf Sprachen treffen, bei denen es nicht viele derartiger Systeme gibt. Sehr oft ist das dann einfach immer eine Frage, ob dort genügend Forschungsmittel zur Verfügung stellen, um die Arbeit zu tun. Wir versuchen daher mit verschiedenen Ansätzen und auch Forschungsarbeiten dieses Problem zu verbessern. Wir müssen die Kosten reduzieren, diese Systeme zu bauen. Und das tun wir teilweise durch unterschiedliche Strategien, in denen wir entweder die Module Sprachen unabhängig machen oder dass wir den Prozess billiger gestalten, dass wir mit sogenannten Zwischensprachen arbeiten bei der Übersetzung oder dass wir die
die Leistung der Systeme verbessern können, auch mit weniger Daten, dass wir Daten vielleicht besser selektieren können und vorbereiten können, dass wir menschliche Interpretierer oder Übersetzer einsetzen und die Daten von diesen jeweils nutzen, oder dass wir interaktiv oder durch sogenannte Crowdsourcing-Techniken die Daten auch billiger generieren. Das heißt, wir hoffen, dass irgendwann mal Sie in der Vorlesung unsere Systeme einfach korrigieren und das System dann selber interaktiv und inkrementell lernt. Nur so kriegen wir das Problem in den Griff. Dadurch, dass diejenigen, die die Ausgabe konsumieren, dann auch durch eigene Verbesserung die Systeme besser machen. Ein weiteres Problem, das wir gerade in den USA haben, das ist ein neues Projekt, das heißt Babel, ist gerade angelaufen. Also auch da bietet das durch Interact natürlich Möglichkeiten auch für Sie in der Forschung. Da ist die Herausforderung, gerade die Spracherkennung schneller zu gestalten für eine neue Sprache. Wie lange brauchen wir, um in einer neuen Sprache einen Spracherkenner zu bauen, selbst wenn die Daten zur Verfügung stehen? Wir sehen, dass das tatsächlich ein Jahr lang dauert, bis man vernünftige Fehlerraten bekommt, und das sogar, wenn die Daten zur Verfügung stehen. Was wir versuchen zu tun in diesem Projekt, ist diese Zeit des Bauens eines solchen Systems dramatisch zu reduzieren. Und das durch automatische Generierung von Lexika und Morphologie und das automatische Finden von Wörtern. Ja, auch hier sind viele Partner. Wir sind dort in der Regie, sage ich mal so, von diesem Projekt, Babel-Projekt bei aber Johns Hopkins Universität nimmt teil. Hier unsere Gruppe in Karlsruhe. Herr Stücker leitet diesen Teil und die Kollegen in Saarland und Mobile Technologies. Und in diesem System dreht es sich auch darum, mehrere Spracherkennungsmaschinen zu bauen, die dann entsprechende Worthypothesengraphen produzieren, die dann indiziert werden, damit man darauf eine Sprachindizierung durchführen kann in diesem Projekt. Der kritische Teil ist diese automatische Spracherkennungs-, Automatic Speech Recognition Maschinen schnell zu erstellen, wenn eine neue Sprache in Angriff genommen wird. So, das war eigentlich alles, was ich zu diesen Themen sagen wollte. Wie Sie sehen, haben wir viele Aufgaben auch weiterhin noch in der Spracherkennung und in der Übersetzung und dann auch noch natürlich in der Kombination mit anderen Modalitäten, damit man die Perzeption mit Maschinen oder auch die Interaktion unter Maschinen tatsächlich besser und flexibler in den Griff bekommt, dass man es portabler machen kann, sodass es für unterschiedliche Domänen und unterschiedliche Sprachen auch besser funktionieren kann. Und in all diesen Bereichen schlummern natürlich Forschungsprobleme, und mit denen natürlich wir ständig neue Studienarbeiten, Diplomarbeiten und Dissertationen formulieren. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir Sie dafür interessieren können.